kann jetzt unseren letzten Sprecher, Referenten für heute Nachmittag vorstellen. Manfred Isemeyer, Vorstandsvorsitzender des Humanistischen Verbandes Berlin-Brandenburg. Zahlreiche Aufsätze für die Akademie Humanismus aktuell veröffentlicht. Ist Herausgeber der Festschrift 100 Jahre Humanistischer Verband Humanismus in Zukunft, Berlin 2006. Ich darf auch sagen, ein Stadtführer, hat einen Stadtführer geschrieben, Metropole des Humanismus, das atheistische Berlin, der mir noch vor einigen Monaten sehr gute Dienste geleistet hat, indem ich mit einigen Lebenskundelehrern vielfältige Stadterkundungen gemacht habe. Außerdem, vielleicht ein bisschen Werbung schon, ist Herausgeber des im nächsten Monat bald erscheinenden Buches Jugendfeier und Jugendweihe, Jugendfeier und Jugendweihe in Deutschland. Herzlich willkommen. Ja, verehrte Anwesende, konnte leider heute Morgen noch nicht anwesend sein. Ich hoffe nicht, dass es jetzt irgendwie Verdopplungen gibt, das mal vorweggeschickt. Aber ich kann jetzt auch nicht meinen Vortrag so improvisieren, dass Sie vielleicht alle zufriedengestellt sind. Mein Thema ist auch historisch angelegt, deswegen einige Vorbereitungen. Die vielgestaltige und wechselvolle Geschichte der freigeistigen Bewegung in Deutschland seit 1945 ist nicht mal in Ansätzen von den Sozial- und Religionswissenschaften in den Blick genommen worden. Mein Vortrag heute ist daher als ein Versuch einer vorläufigen Bestandsaufnahme und vorsichtigen Wertung zu verstehen. Ich möchte Sie heute vor allem mitnehmen auf eine Zeitreise in die Zukunft des organisierten Humanismus. Sie beginnt nicht zufällig mit einem Blick zurück in das Jahr 1990 und findet ihr Ende im Jahr 2050. Viele Zukunfts- und Trendforscher, Demografen und Planer schauen auf dieses Jahr. Sie analysieren die Gegenwart, leiten aus Innovationen Trends ab und formulieren Zukunftsstrategien. Ich schließe mich hier an und liefere gleichzeitig Stoff, hoffentlich, für die Diskussion über die zukünftige Rolle des Humanistischen Verbandes. Meine Frage also, Ausgangsfrage, welche Bedeutung als gesellschaftlicher Akteur wird der organisierte Humanismus im Jahr 2050 haben? Seine aktuelle erleben wir. Nur, wenn wir die Vergangenheit nicht kennen, können wir die Gegenwart nicht verstehen. Wenn wir die Gegenwart nicht verstehen, können wir die Zukunft nicht gestalten. Meine Zeitreise nochmals geht zurück in die Vergangenheit und beginnt im Jahr 1990. Die Szene der freireligiösen, freidenkerischen und kirchenkritischen Organisationen in Deutschland war zu diesem Zeitpunkt selbst für Insider schwer überschaubar. Die freireligiöse Bewegung, die 1950 mit 70.000 Mitgliedern noch zahlenmäßig die größte Gruppierung bildet, umfasst diejenigen, die sich entweder frei in der Religion verstehen oder frei von Religion den Religionsbegriff für sich positiv gewendet haben. Innerhalb der Freireligiösen waren Differenzen zwischen der freireligiösen und atheistisch geprägten Strömung Dauerthema und führten zu einer organisatorischen Zersplitterung. Eine rückläufige Mitgliederentwicklung, Überalterung sowie die fehlende Kraft, eigene Themen im politisch- und geistig-kulturellen Diskurs einzubringen, bestimmen bis heute den Weg dieser Traditionsgemeinschaft. Das Konzept eines einheitlichen Verbandes des organisierten Freidenkertums hatte schon in Zeiten des Kalten Krieges in den ersten Nachkriegsjahren keinen Bestand gehabt. Zum Spektrum der Freidenker lassen sich Gruppierungen mit religions- und kirchenkritischen bis hin zu religions- und kirchenfeindlichen Positionen zusammenfassen, die in der Regel auch den Kapitalismus und den existierenden Staat in seiner Verfasstheit ablehnen. Entlang zweier unterschiedlicher politischer Ausrichtungen standen sich 1990 zwei Freidenkerverbände trotz ähnlich weltanschaulicher Praxis politisch gegenüber. Ein DKP-naher Freidenkerverband mit Sitz in Dortmund
und ein vorwiegend in Berlin tätiger Verband, in dem sich insbesondere unter jüngeren Mitgliedern, die seinerzeit aus der Friedens-, aus der Öko- und der Frauenbewegung zum Verband gestoßen waren, die Erkenntnis durchgesetzt hatte, wer ernsthaft den Anspruch anmeldet, die Interessen und Rechte von Konfessionslosen zu vertreten, der benötigt neben einer humanistisch begründeten Weltanschauung auch ein Konzept für Dienstleistungen. Der Berliner Freidenkerverband hatte 1990 bereits neue Praxisfelder mit dem Unterrichtsfach Lebenskunde und in der praktischen Lebenshilfe entwickelt und dafür auch staatliche Subventionen in Anspruch genommen. Wichtige Impulse zur Neuorientierung der Arbeitsfelder kamen in dieser Zeit auch von den humanistischen Verbänden Westeuropas. Die gesamte Freidenkerbewegung schien Anfang der 90er Jahre wegen des Verzichts auf inhaltliche Alternativen zur christlichen Ethik, wegen des Verzichts der Bestimmung auf neue Zielgruppen und wegen des Verzichts der Entfaltung praktischer Lebenshilfe zu einem Anachronismus geworden zu sein. Neue Formen politischer Religionskritik, etwa bei der Humanistischen Union, einer Bürgerrechtsorganisation oder beim Internationalen Bund der Konfessionslosen und Atheisten, IBKA, lokalisierbar, fanden in dieser Zeit mehr Resonanz als das aus der Arbeiterbewegung kommende proletarische Freidenkertum. Nach dem Fall der Mauer und dem Beitritt der DDR zum Geltungsbereich der DDR im Oktober 90 entstand für die Gruppierung der freigeistigen Bewegung eine neue Situation, weil die ostdeutschen Säkularisierungsvorgänge schlagartig für ganz Deutschland bedeutsam wurden. Nach der Mauereröffnung entwickelten sich schnell organisatorische Kontakte zwischen den Freidenkerverbänden der DDR, der BRD und dem Verband der Freidenker der DDR, der noch 1989, also kurz vor dem Ende der DDR, gegründet worden war. Auf dem Kongress Humanismus, die Alternative, im April 1990 in Hannover wurden die inhaltlich politischen Grenzen zwischen den Verbänden deutlich. Während die Berliner Freidenker feststellten, dass der VDF, das ist der Verband der Freidenker der DDR, Zitat, systematisch vom Ministerium für Staatssicherheit mit aufgebaut und nach den Notwendigkeiten eines Spitzelapparates strukturiert sei und forderten, Zitat, in der gegenwärtigen Situation sehen wir, die Berliner Freidenker, keine andere Alternative als die Auflösung des Verbandes, hielt der Dortmunder Freidenkerverband weiterhin am Konzept einer sozialistischen Kulturorganisation fest. Diese ideologische Nähe zu den Freidenkern der DDR führte zu einem raschen Zusammenschluss, den die beiden Verbände im Juni 1991 in Braunschweig endgültig besiegelten. Die MITZ, die Zeitschrift des IBKA, kommentierte, dass es die vermutlich endgültige Beerdigung der Freidenkerbewegung in Deutschland sei. Zitat, auch wenn das Begräbnis dritter Klasse von den Akteuren als solches gar nicht wahrgenommen, sondern im Gegenteil als eine Art Wiederauferstehung gefeiert wurde. Zitat Ende. Der initiativreiche Aufbruch der Berliner Freidenker, der neuen auf Antrieb aus der Vereinigung des überwiegend christlichen Westens mit dem mehrheitlich konfessionslosen Osten hervor, beruhte insbesondere auf dem proklamierten Abschied alter Positionen. Aus einem Zirkel von Philosophen und Kirchenkritikern sollte eine moderne Weltanschauungsgemeinschaft entstehen. Die Wende vom freidenkerischen zum humanistischen Selbstverständnis bedeutete keinen Verzicht auf Religionskritik, wohl aber die Forderung nach einer positiven humanistischen Lebensauffassung. Die Berliner Freidenker warben in der Zeit bis Ende 1992 für eine professionalisierte Interessenvertretung Konfessionsloser, die neben dem Angebot sozialer Dienstleistungen sich auch vernehmbar in den gesellschaftlichen Diskurs über Werte und Moralvorstellungen einmischen sollte. Ein zentrales Ziel war die Gleichbehandlung der Weltanschauungsgemeinschaften mit den Kirchen, womit auch der Anspruch auf Staatsleistungen verbunden war. Diese kundenorientierte Ausrichtung war jedoch nicht unumstritten.
Trotzdem gelang es im Januar 1993 in Berlin die Gründung des Humanistischen Verbandes Deutschlands als Bundesverband mit Organisationen, Einzelpersonen und Initiativen aus Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Zur Verbandsgründung schrieb damals die katholische Neue Bildpost, Zitat, wer gegen die Religion antritt, gegen eine Beziehung zu Gott oder wer Gott leugnet, betreibt eine negative Arbeit, die keine Anziehungskraft hat. Zitat Ende. Der Autor dieser Zeilen irrte, wie meine Zeitreise noch zeigen wird. Als neuer Akteur 1990 trat die Interessenvereinigung Jugendweihe e.V. in den Markt der säkularen Verbände ein. Sie war die Nachfolgeorganisation des Zentralen Ausschusses für Jugendweihe in der DDR, die seit 1955 Jugendweihen als Bestandteil des sozialistischen Bildungssystems organisiert hatte. Angesichts des rasanten Verfalls des Marxismus-Leninismus als relevante Weltanschauung bot nun nur eine weltanschauliche Offenheit und eine institutionelle Ungebundenheit die Gewähr für ein Überleben dieser Organisation. Die Interessenvereinigung verstand sich als Träger freier Jugendhilfe. Sie versteht sich als parteipolitisch sowie weltanschaulich ungebunden. 1992 beschließt die Organisation einen neuen Namen, Interessenvereinigung für humanistische Jugendweihe. Im Zusammenhang mit der inhaltlichen und strukturellen Veränderungen gab sie sich 2001 ihren heutigen neuen Namen, Jugendweihe Deutschland e.V. Das Humanistische ist in dem Firmenschild gestrichen worden. Obwohl dieser Verein die größte Zahl an Jugendweihe-Teilnehmern in der Bundesrepublik verzeichnet, hat sein politischer Einfluss als Dachverband aufgrund seiner Infrastruktur stark nachgelassen. Im Umfeld des Vereins finden seit Jahren fortwährend Umstrukturierungsprozesse mit wechselnden Kooperationen und Abgrenzungen, unter anderem auch mit den Freidenkern, Deutschen Freidenkerverband in Dortmund statt. Während der Jahrtausendwende die säkularen Organisationen sich programmatisch und organisatorisch weiter zu profilieren versuchten, trat 2004 die Giordano Bruno Stiftung GBS auf den Plan. Als Denkfabrik für Humanismus und Aufklärung, so ihr Selbstverständnis, positioniert sie sich im atheistischen Spektrum und gewinnt geschickt an medialem Einfluss. Mit seiner naturalistischen und religionskritischen Ausrichtung will die GBR die Fixierung auf überholte Humanismusverständnisse überwinden und propagiert einen evolutionären Humanismus. In den letzten Jahren zeichnet sich eine gewisse Doppelstrategie bei der GBS ab. Neben eigenständigen, aggressiv religionskritischen Aktionen setzt die Denkfabrik GBS auf die Entwicklung von regionaler Mitgliederarbeit, zum Beispiel den Verein für evolutionären Humanisten, die bundesweit an vielen Orten entstehen, und sie setzt stark auf die Kooperation mit anderen säkularen Organisationen. Dazu gehörte unter anderem auch 2006 die erfolgte Gründung des Humanistischen Pressedienstes. Der HPD präsentiert aufklärerische, humanistische und freigeistige Positionen und sieht sich als Plattform für das breite Spektrum säkularer Bestrebungen im deutschsprachigen Raum. Mit 7,2 Millionen Seitenaufrufen im Jahr 2012 hat sich das Portal zu einem wichtigen Marktplatz auch für humanistische Dienstleistungen entwickelt. Seit 2007 ist auch die Forschungsgruppe Weltanschauung in Deutschland, FOWID, Teil des HPDs. Nach einem Streit über die inhaltliche Linie des HPDs beendete im Juli 2009 der Humanistische Verband seine Mitgliedschaft im HPD-Trägerverein. Um den Konfessionsfreien in Deutschland eine angemessene Interessenvertretung zu geben, ging im November 2008 der Koordinierungsrat säkularer Organisationen, kurz CORSO, genannt, an den Start. 11 säkulare Verbände, Stiftungen und Akademien, darunter der Humanistische Verband, die Jugendweihe Deutschland, Deutscher Freidenkerverband, IPCA, GBS
und der Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften der Teile der existierenden Freireligiösen präsentiert. Der Corso dient, so sein formuliertes Ziel, der gemeinsamen und koordinierten Verfolgung der Bestrebungen seiner Mitgliedsorganisation. Die strategischen Differenzen innerhalb der Corso-Mitgliedsverbände und die mangelnden finanziellen und personellen Ressourcen haben dazu geführt, dass der Dachverband bis heute seine Arbeit noch nicht richtig aufnehmen konnte. Mit meiner Zeitreise bin ich jetzt in der Gegenwart angekommen. Die Situation der freigeistigen Organisation in der Bundesrepublik lässt sich am ehesten so beschreiben. Die Freireligiösen agieren in einigen lokalen Hochburgen auf kulturellem und sozialem Gebiet. Ihr weltanschaulicher und gesellschaftspolitischer Einfluss ist nur noch marginal. Die Potenzen des organisierten Freidenkertums, langfristig seine prekäre Lage, Stichworte sind geringe Mitgliederzahl, wenig Praxisfelder, indifferente wissenschaftliche Weltanschauung zu verändern, sind angesichts der politischen Positionen dieser Organisation eher auch gering einzuschätzen. Das atheistische Spektrum hat die Säkularisierung der Gesellschaft nicht zu seiner institutionellen Stärkung nutzen können. Seine wesentlichen Ziele, die Durchsetzung der Menschenrechte, Weltanschauungsfreiheit, Trennung von Staat und Kirche, bleiben aber politisch aktuell. Der HVD als die weltanschaulich eindeutigste Organisation und der ambitionierteste Anbieter von Dienstleistungen für konfessionsfreie im humanistischen Spektrum. 11 Landesverbände gehören dem Bundesverband an. Akademien, Sozialwerke, Fördervereine, Stiftungen, Akademien, Sozialwerke, GmbHs arbeiten in seinem Umfeld. Dort, wo umfängliche Lebenshilfe, Sozial- und Bildungsarbeit geleistet wird, ist eine dynamische Mitgliederentwicklung zu verzeichnen. Die Jugendweihe Deutschland mit über 30.000 jugendlichen Teilnehmern an der Jugendweihe jährlich ist eine stabile Größe im organisierten Humanismus. Deutlich ist ihre Anlehnung in vielen Punkten an das humanistische Selbstverständnis des HVDs, auch wenn die Jugendweihe des Humanistischen mittlerweile, wie ich erläutert habe, aus dem Firmenschild heraus verbannt hat. Die Beschränkung auf ein Geschäftsfeld, Jugendweihe, und die Begrenzung vorwiegend auf die 9 Bundesländer wirft die Frage nach der Zukunftsfähigkeit der Jugendweihe Deutschland auf. Für die GBS deuten sich viele Überschneidungen zwischen atheistischem und humanistischem Spektrum an. Ihre weltanschauliche Positionierung ist offen. Chancen und Grenzen des organisierten Humanismus in Deutschland lassen sich unter anderem auch aus Studien, aus wissenschaftlichen Untersuchungen und auch aus einer aktuellen Umfrage, die der Humanistische Verband in Auftrag gegeben hat, aber noch nicht veröffentlicht hat, ableiten. Umfrage hat Emnet für den HVD gemacht. In einer repräsentativen Befragung bekannten sich 64% der bundesdeutschen Bevölkerung zu einem selbstbestimmten Leben, das auf ethischen und moralischen Grundüberzeugungen beruht und frei von Religion und Glauben an Gott ist. Eine Interessenvertretung für nicht-religiöse Menschen halten dieser Untersuchung zufolge 31% der bundesdeutschen Bevölkerung für notwendig. Rund 22% der befragten Bundesbürger können sich vorstellen, den HVD als Mitglied durch Spenden oder ehrenamtliche Tätigkeiten zu unterstützen. Die Herausforderungen der humanistischen Organisationen beschreibt ein aufmerksamer Beobachter der säkularen Szene, der evangelische Pfarrer Andreas Finke, den Sie vorhin gehört haben, so: Die großen ethischen Fragen müssen aus einer Sinnperspektive beantwortet werden. Auf Dauer wird der Atheismus bzw. Humanismus als Alternative zu den Kirchen und Religionsgemeinschaften nur bestehen, wenn er bei der Gestaltung und Bewältigung des Lebens hilft. Also Wendepunkte wie Geburt, Namensfeier, Adoleszenz,
Jugendweihe, Eheschließung, Beerdigung, Trauerarbeit und so weiter gestalten hilft. Überprüfen wir also hier zusammen die Hypothesen des Autors und schauen in die Zukunft. Im organisierten Humanismus in Deutschland setzt sich in diesen Jahren die Erkenntnis durch, und das, damit drücke ich auch ein Stück Hoffnung aus, dass es nach Jahren der Aufbruchstimmung, der Improvisation in Theorie und Praxis und der Zersplitterung der Verbände einer neuen Zukunftsdebatte bedarf. Bis 2020 werden daher Leitbilder, öffentliche Strategien, Aktionspläne in Foren, auf Konferenzen, in öffentlichen Stellungnahmen diskutiert. Bei der Erarbeitung eines inhaltlich und strukturell neu konzipierten Zukunftsmodells des Humanismus geht es auch um die Antizipierung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Was sind also die Rahmenbedingungen für ein Wachstum des säkularen Humanismus? Wie wird die bundesrepublikanische Gesellschaft in Zukunft aussehen? Im Jahr 2050, in 35 Jahren von heute gerechnet, zeigt sich deutlich die Ablösung der Industriegesellschaft durch die Wissensgesellschaft. Die Erwerbsarbeit findet in Netzwerken statt. Dies gilt für nationale Konzerne ebenso wie für kleinere Unternehmen und einzelne Gewerbetreibende. Unternehmen agieren mit Kerngesellschaften, autonome Arbeitsgruppen kreisen wie Satelliten um die Zentrale. Die Zahl der Erwerbstätigen ist rapide gesunken. Der klassische, unbefristet angestellte Arbeitnehmer ist die Ausnahme. Die Zahl der Arbeitslosen bewegt sich auf einem hohen Niveau. Die Armutsgrenze erreicht mit 30% einen Höchststand. Der Mittelstand ist geschrumpft. Am Wohlstand in Deutschland haben immer weniger Menschen teil. Die Spanne zwischen Arm und Reich ist in Deutschland so groß wie nie. Neben die traditionelle Erwerbsarbeit ist eine neue Form getreten. Staatlich finanzierte, gesellschaftlich nützliche Arbeit. In befristeten Projekten und Teams zu arbeiten ist normal. Formen und Inhalte der Erwerbsarbeit haben sich gewandelt. Die wöchentliche Arbeitszeit ist kürzer, die Lebensarbeitszeit länger. Freizeit und verschiedene Formen der Arbeit und des freiwilligen Engagements gehen fließend ineinander über. Die digitale Branchenwelt entpuppt sich allen Fortschrittsprognosen und Lebenserleichterungsansagen zum Trotz als globale Arbeitsplatzvernichtungsmaschine. Denn Google und Facebook als umsatzhöchster Unternehmen des Planeten haben nur wenig Beschäftigte. Das Bildungssystem ist europaweit reformiert. Die Kitas sind schon lange kostenfrei und zwei- oder dreisprachig, wie auch alle nachfolgenden Bildungsstufen. Die Ganztagsschule ist zur Regelschule geworden. Die Trägerlandschaft der Schulen hat sich ausdifferenziert. Es gibt staatliche, private und frei gemeinnützige Schulen. Und Schulen sind Teil der sozialen Netze im Stadtteil. Staat und Verwaltung haben sich 2050 auf ihre Kernaufgaben besonnen. Leitbild der Politik ist die zivilgesellschaftliche Verfasstheit der Bundesrepublik. Der hochentwickelte dritte Sektor, was wir heute die freie Wohlfahrt nennen, trägt entscheidend zur Lebensqualität und zur Kohäsion der Gesellschaft bei. Personenbezogene Dienstleistungen sind ein Wachstumsfaktor. Der Staat hat sich als Träger sozialer Dienste zurückgezogen und alle Einrichtungen und Dienste an global agierende freie Träger oder an private Investoren übergeben. Sozial- und gesundheitsbezogene Hilfsangebote sind in lokalen Netzwerken und Verbänden und Verbünden organisiert. Prävention hat Vorrang. Bei Hilfeleistungen liegt der Schwerpunkt auf der ambulanten Versorgung. Alle Hilfsleistungen werden sozialraum- und ressourcenorientiert ermittelt und erbracht. Nachbarschaftszentren sind Kristallisationspunkte für Selbsthilfeeinrichtungen und bürgerschaftlich generationsübergreifendes Engagement. Die Leistungsträger der Kinder- und Jugendhilfe erhalten in Deutschland 5%
des staatlichen Sozialbudgets. Die Kompetenz älterer Menschen ist 2050 besonders gefragt. Das Alter hat das Stigma des Niedergangs verloren. Menschen ab 60 bringen sich in alle Facetten des Lebens produktiv ein, sei es im Beruf oder ehrenamtlich als Seniorberater junger Existenzgründer, als Mentoren für benachteiligte Kinder in der alten Selbsthilfe. Der Crash of Generation, wie von einigen Wissenschaftlern vorausgesagt, ist ausgeblieben. Die Entwicklung im dritten Sektor, gilt es noch festzuhalten. Die dominierende Stellung der Kirchen bzw. ihrer Wohlfahrtsverbände in weiten Feldern der Sozial- und Gesundheitswirtschaft ist gebrochen. In letzteren Kontext gehört auch die Frage, wie die religiös-weltanschauliche Landschaft 2050 aussehen wird. Der Prozess der Säkularisierung ist weiter vorangeschritten. Verstärkt das Nachlassen kirchlicher Überlieferung und beschleunigt den Rückgang der Mitgliederzahl der beiden großen Kirchen. Folgen dieses Trends sind eine wachsende Pluralisierung der Religionen selbst. Es kommen neue religiöse Bewegungen auf, es sickern außereuropäische Formen religiöser Traditionen ein und es kommt zur Ausbildung pseudoreligiöser Formen einer Weltorientierung. Die Konfessionsfreien machen 2050 50% der bundesdeutschen Bevölkerung aus. Bei den Konfessionsfreien überwiegen eher agnostische als atheistische Überzeugung. Eine neue Kirche wird nicht gewünscht. Immer mehr Familien sind seit Jahrzehnten konfessionslos. Eine Art Volksatheismus in der dritten Generation hat sich etabliert. Der Staat akzeptiert, schützt und fördert die religiöse und weltanschauliche Pluralität der Bevölkerung. Religiöse Organisationen haben keinen bevorzugten Status mehr. Sakrale Formen und Symbole wie Eid und Kruzifix sind in staatlichen Institutionen völlig verschwunden. Die Kirchensteuer ist abgeschafft und durch ein eigenes Beitragserhebungssystem der Kirchen ersetzt. Die theologischen Fakultäten sind in religionswissenschaftliche umgestaltet worden. Eine grundsätzliche Änderung ist auch hinsichtlich des Bekenntnisunterrichts an den öffentlichen Schulen eingetreten. Dieser Unterricht ist nicht länger mehr ordentliches Fach. Er ist an die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zurückverlagert worden. Auf dem Weg zu einer konsequenten Trennung von Staat und Kirche und Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften ist man 2050 mithin einen großen Schritt vorwärts gekommen. Klingen diese Analysen, Wertung und Zielstellung der Zukunftsdebatte von 2020 wie das humanistische Paradies? Wie haltbar sind solche Visionen angesichts der kulturellen Spaltung, einer Vergreisung der Gesellschaft, in der Werteverfall und Chaos herrschen? Oder haben diejenigen Futurologen und Demografen recht, die eine Dramatisierung negativer Trends und das Ausblenden positiver Entwicklungen kritisieren? Die Vernetzung, Beschleunigung und Komplexität der Gegenwart verringern die Prognostizierbarkeit des Ereignisses, wenden diese Forscher ein. Die Zukunft, sagen sie, ist gestaltbar im positiven Sinne. Das sich in der Zukunftsdebatte um 2020 herausgeschälte Szenarium für den organisierten Humanismus sieht ein Drei-Säulen-Modell für eine moderne Weltanschauungsgemeinschaft. Nennen wir diese Weltanschauungsgemeinschaft heute der Einfachheit halber die Humanisten. Das Innen habe ich mir jetzt der Einfachheit halber geschenkt. Sie wissen, was ich meine. Dieses Modell beinhaltet die Elemente mitgliederverfasste Wertegemeinschaft, politische Interessenvertretung von Konfessionsfreien und weltanschaulicher Dienstleister in den Bereichen Kultur, Bildung, Erziehung, Gesundheit und Soziales. Dieses Modell ist bundeseinheitlich unter Achtung regionaler Besonderheiten, Anerkennung föderaler Prinzipien und Nutzung aller Vernetzungsmöglichkeiten umgesetzt.
Nicht alle Gruppierungen des freigeistigen Spektrums haben sich in dieser Zukunftsdebatte diesem Modell anschließen können. Ich bin am Ende meiner Zeitreise im Jahr 2050 angekommen. Die schwindende Religiosität hat nicht zu einem generellen Werteverfall geführt. Entkirchlichung und Konfessionslosigkeit haben nicht zu einem institutionellen Erstarken des organisierten Humanismus als dritte Konfession beigetragen. Die Konfessionslosen betrachten das Verhältnis zum organisierten Humanismus zweck- und nutzenorientiert. Wahlmöglichkeiten und Entscheidungsfreiheit gehören zum Kennzeichen der demokratischen Informations- und Konsumgesellschaft. Gleichwohl hat sich 2050 ein bewusster, humanistisch-emanzipatorischer Lebensstil bei einer größeren Bevölkerungsgruppe durchgesetzt, die ihre Überzeugung, ihre Werte in Gemeinschaft mit Gleichen teilen. Diese 300.000 Menschen haben sich in der Weltanschauungsgemeinschaft die Humanisten organisiert. Wie begründen diese Humanistinnen und Humanisten selbst ihre Mitgliedschaft? Die Verbundenheit mit dem organisierten Humanismus hat sehr differenzierte Motive. In der Rangfolge gibt es 2050 folgende Begründung. Ich nutze die humanistischen lebenszyklischen Angebote. Zweitens, die Organisation tut viel Gutes für Arme, Kranke und Bedürftige. An dritter Stelle steht, sie vertritt wichtige ethische Werte, die zum Zusammenhalt der Gesellschaft beitragen. An vierter Stelle steht, weil meine Eltern auch schon in der Organisation sind oder waren. Fünftens, weil ich die Gemeinschaft brauche. Und sechstens, weil Atheisten, Agnostiker eine Interessenvertretung benötigen. Die Antworten bringen die hohe Erwartung der Mitglieder an die praktische Lebenshilfe noch stärker zum Ausdruck als die Erwartung an ein dezidiert weltanschauliche begründete Philosophie, nennen wir sie mal, und die mediale Darstellung des Humanismus. Unter den Mitgliedern erfährt ein konkretes soziales Engagement des organisierten Humanismus eine sehr hohe Zustimmung. Es liegt nahe, dass die kulturellen und sozialen Einrichtungen eine wichtige Brückenfunktion in die Gesellschaft haben. Die Humanisten haben daher ihre Kernprodukte definiert. Größere organisatorische Strukturen, von denen noch zu reden sein wird, geschaffen und realisieren kulturelle, bildende, beratende, soziale und pflegerische Angebote für unterschiedliche Zielgruppen. Wie überhaupt die weltanschauliche Verbundenheit nach Generationen im Fokus der Arbeit steht. Um die soziale Bedeutung des Humanismus für die Lebensgestaltung von Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu sichern, betreibt die Organisation Kindergärten, Jugendeinrichtungen, Schulen und organisiert eigene Kinder- und Jugendgruppen. Der humanistische Lebenskundeunterricht findet nicht mehr in der Schule statt, sondern in eigenen Einrichtungen der Organisation selbst. Und der Passageritus Jugendfeier ist Bestandteil des öffentlichen Festkalenders. Da für die Tradierungsprozesse des Humanismus gerade die Sozialisation im Elternhaus eine Schlüsselrolle spielt, konzentriert sich die Bildungsarbeit der Humanisten auch auf die Gruppe der jungen Eltern. Ein Ausdruck für den Erfolg ist die steigende Zahl der Namensfeiern. Die steigende Lebenserwartung in Deutschland hat 2050 zur Entwicklung einer historisch neuen Lebensphase geführt. Unter dem Begriff der jungen Alten, dieser Titel ist umstritten, finde ich, aber unter diesem Begriff werden Menschen zwischen 60 und 75 Jahren verstanden, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Stabilität ein selbstbestimmtes, aktives Leben führen und sich mit der nötigen Distanz, auch mental, mit dem Thema Tod und Sterben auseinandersetzen können. Diese Gruppe engagiert sich besonders bürgerschaftlich und findet in der Weltanschauungsgemeinschaft ein breites Betätigungsfeld. 20% der Humanistinnen und Humanisten aus dieser Altersgruppe betätigen sich daher ehrenamtlich.
Ein Indikator, seine humanistischen Überzeugungen und Einstellungen zu artikulieren, ist die Beteiligung am Innenleben der Organisation, etwa durch Mitwirkung an Gruppenaktivitäten, Besuch von Veranstaltungen oder die Übernahme einer Leitungstätigkeit. Legt man diese Kriterien zugrunde, so pflegen 2050 10% der Organisierten eine intensive Mitgliedschaftspraxis. Aus dem Verständnis heraus, dass eine humanistische Weltanschauung nur zu einem geringen Teil über digitale Medien, über Öffentlichkeit transportiert werden kann, diese humanistische Weltanschauung vielmehr der Bestätigung durch andere Menschen und der Beteiligung des Einzelnen am Gemeinschaftsleben bedarf, organisiert die Wertegemeinschaft den Austausch über weltanschauliche Themen. Die weltanschauliche Kommunikation erfolgt in eigenen Zentren, in methodisch unterschiedlichen Formen. Immer geht es dabei um Themen wie Tod, Sinn des Lebens, Entstehung der Welt, das Leben genießen, die Wahrheit finden oder was ist Schuld. Dagegen werden Werte wie Gerechtigkeit, Freiheit und Toleranz, die noch 2020 sowohl gesellschaftlich als auch weltanschaulich aufgeladene Kernthemen waren, deutlich seltener behandelt. Für die Mitgliederpraxis ist die soziale Einbettung humanistischer Kommunikation von eminenter Wichtigkeit. Kulturelle Angebote wie Musizieren, ästhetisches Gestalten oder Literaturkreise gehören zum Leistungspaket der Humanistik. Mitgliedschaften sind ein wichtiges Scharnier zwischen Organisation und ihrer gesellschaftlichen Umwelt. Für die Mobilisierung freiwillig Engagierter fungieren Mitgliedschaften als eine Art Schleuse in die Organisation. Freiwilliges Engagement wirkt sich günstig auf die Ausbildung sozialen Vertrauens gegenüber allen Mitmenschen aus und schafft Verbundenheit mit der Organisation. Die Humanisten stellen daher eine Vielzahl von Tätigkeitsfeldern für die zivilgesellschaftliche Selbstorganisation in Gemeinden, in der Kommune, in Stadtvierteln und Quartieren zur Verfügung und unterhalten eigene Freiwilligenagenturen. Die Sozialität des organisierten Humanismus liegt somit weniger in seiner großen Gemeinschaft als in vielen kleinen, miteinander verbundenen Gemeinschaften, die sich durch persönliche Kontakte austauschen. Man kann mit etwas Pathos durchaus behaupten, dass der weltanschauliche Humanismus 2015 ein gewisses Maß an Kitt für die Gesellschaft bereitstellt. Es ist nicht der Kitt, aber er stellt einen solchen Kitt, kann einen solchen Kitt bereitstellen. Das schließt natürlich Kritik und Zweifel an den gesellschaftlichen Verhältnissen nicht aus. Die Humanisierung der Gesellschaft ist auch 2050 Aufgabe der Humanisten als politische Interessenvertretung. Infolge des Wettbewerbsdrucks im Wohlfahrtsbereich zur Stärkung und als weitere Finanzierungsoption zur Lösung innovativer Entwicklungen agieren die Humanisten in der Logik von Sozialunternehmen. Die Bestimmung der existierenden rechtlichen Regelungen, zum Beispiel das Gemeinnützigkeitsrecht, hindern die Ausweitung dienstleistungsgeprägter Tätigkeiten. Die Organisation, und gestatten Sie mir, dass ich dazu einige Ausführungen mache, vielleicht auch, weil das, sage ich, da auch mit Neuland mit betrete, die Organisation hat daher eine Kapitalgesellschaft zum Zweck des Betriebs wirtschaftlicher Aktivitäten gegründet, die die Ziele des Humanismus nachhaltig unterstützt. Mit der Gründung eines gesellschaftsrechtlich unabhängigen Unternehmens werden Wachstumsmöglichkeiten mit Hilfe externen Beteiligungskapitals geschaffen. So ist ausgeschlossen, dass sich bestehende unternehmerische Risiken auf die satzungsgemäße Zwecke der Humanisten negativ auswirken. Mit Hilfe des eingeworbenen Kapitals ist das Geschäftsfeld, zum Beispiel betreutes Wohnen für Senioren, es wird permanent danach gefragt in unserer Mitgliedschaft, wo ist denn unsere Seniorenresidenz, wo wir im Alter
uns betreuen lassen können. Mithilfe dieses Kapitals werden Arbeitsfelder aufgebaut. Die Aktionärstruktur sieht folgendermaßen aus: persönliche Mitglieder der Humanisten, Institutionen und Gliederung der Humanisten und externe Unternehmen, die den Geschäftszweck der Aktiengesellschaft und die Satzungszwecke der Humanisten langfristig unterstützen. Die AG ist eine juristische Person. Die Haftung der Aktionäre beschränkt sich auf das Kapital der Gesellschaft. Organe der Aktiengesellschaft sind die Hauptversammlung, Aufsichtsrat und Vorstand. Das ist relativ einfach zustande zu bringen. Es gibt Bareinlagen, es gibt Sacheinlagen, es gibt gemischte Einlagen. Und mit 50 Euro, ich sage mal, pro Aktie ganz salopp, ist man dabei. 2050 gibt es so eine Aktiengesellschaft, 1 Million Euro ist zusammengekommen. Der verbesserte Zugang zum Wachstumskapital bei gleichzeitiger Beteiligung der Aktionäre an einer Aktiengesellschaft mit Gewinnerzielungsabsicht hat sich daher 2050 positiv auf das gesellschaftliche Engagement der Humanisten ausgewirkt. An dieser Stelle lasse mich meine Zeitreise beenden. Ich möchte die aktuelle historische Situation des organisierten Humanismus in 2 Sätzen zusammenfassen. Entweder können wir 2020 das organisierte Freidenkertum, Freireligiöse und Humanisten in einem Museum bestaunen, das die historischen Leistungen seiner Verbände vorstellt, oder die Humanisten, die organisierten Humanisten haben sich bis 2020 entschieden, ein Labor für neue Experimente, für Innovationen zu entwickeln, das neue Konzepte, neue Impulse für eine Verbesserung der Welt zur Verfügung stellt. Labor oder Museum, vor dieser Entscheidung stehen wir heute. Die Aufgabe unter anderem der Humanistischen Akademie wird es sein, die zur Bewältigung der Zukunftsaufgaben des organisierten Humanismus erforderlichen Schritte zu definieren, zu bündeln, nach Prioritäten zu ordnen und die notwendigen Akteure zu mobilisieren. Dann kann meine Vision einer humanistischen Weltanschauungsgemeinschaft im Jahr 2050 vielleicht Realität werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.